guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zur Quarantäne-Show Ausgabe Freitag. Freitag, der 1. Mai. Heute Tag der Arbeit. Ja, und ich weiß nicht, wart ihr bei revolutionären 1. Mai-Demos? Habt ihr Steine geschmissen oder wart ihr einfach revolutionär, indem ihr auf die Straße gegangen seid mit Mundschutz oder noch revolutionärer ohne Mundschutz? Ja, das ist ja im Grunde genommen am Tag der Arbeit heute das Besondere. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend einen Gast habe, der lange gar nicht da war, der lange weg war, nämlich in den USA. Und heute Abend ist er mein Gast. Er hat sich vorgenommen, ein Jahr rauszugehen, ein Jahr weg, ab nach Amerika, nach New York. Und jetzt ist er wieder da. Ein bisschen früher, als er eigentlich wiederkommen wollte. Und der Grund ist natürlich Corona. In den USA genauso ein Thema wie hier. Dort sind die Auswirkungen noch viel dramatischer. Und deswegen ist er vor der eigentlichen Zeit, wieder zurück nach Europa, nach Deutschland gekommen. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Die USA in Zeiten von Corona, die USA unter Trump und wie es für ihn war, jetzt wieder in heimische Gefilde zurückzukehren. Ich freue mich auf meinen lieben Kollegen, Physiker und Weltreisender Vince Ebert. Tag. So. Hi, mein Lieber. Mensch, du siehst viel besser aus. Ich bin hier so im Halbdunkeln. Ich bin in meinem Panic Room in Bergisch Gladbach. Bist du ernsthaft in Bergisch Gladbach? Ich bin in Bergisch Gladbach, ja. Man darf das ja eigentlich fast gar nicht sagen, aber ich bin ja am Arbeiten. Und zwar, es gibt einen Job, der mir nicht weggebrochen ist. Ich gehe gleich mal in die Vollen, oder? Oder du hast mich ja eh schon angekündigt, oder? Ich habe dich angehört, ich habe gesagt, dass du in den USA warst und ich habe gesagt, worüber wir reden. Ja, genau, aber das habe ich mitgekriegt, ja. Wir fangen in der Gegenwart an. Ich bin tatsächlich von New York nach Bergisch Gladbach, weil wir neue Wissen vor 8 Folgen drehen. Und das heißt, wir sind die jetzt 4 Tage am Drehen gewesen und dann nochmal 2 Tage und dann gibt es neue Wissen vor 8 Folgen. Und die werden in Bergisch Gladbach in einer alten Papierfabrik gedreht. Ach, ernsthaft? Okay. Ja. Und dann hast du jetzt, bist du am Drehort oder bist du in einer... Nein, ich bin in meiner, ich kann es mal zeigen. Ja. Ich bin in meiner Airbnb-Wohnung. Ernsthaft? So, ja, weil die Hotels sind zwar, ich weiß nicht, ob die schon auf sind, aber man kriegt ja da nichts. Also man kriegt ja halt nur noch irgendwie eine Decke zugeworfen und dann gibt es da ja sonst keinen Zimmerservice, kannst du ja vergessen. Ja, absolut. Warst du mal in einem Hotel, seit du jetzt wieder in Deutschland bist? Nein. Ich bin, zum ersten Mal draußen praktisch jetzt, seit ich wieder zurückgekommen bin. Bist du also von New York direkt nach Köln gekommen und diret nach Bergisch Gladbach gegangen? Nein, ganz anders. Wir sind von, also meine Frau und ich, wir sind von New York nach Wien, weil wir in Wien leben, seit der Zeit dann. Und dann bin ich quasi vor sechs Tagen über die grüne Grenze quasi von Österreich nach Deutschland rüber gemacht und bin nach Bergisch Gladbach gefahren und dann drehen wir jetzt. Ja. Der Weg von Österreich nach Deutschland rein dürfte im Moment einfacher sein als umgekehrt. Ne? Also ich hörte von jemandem, der umgezogen ist nach Wien aus Berlin, der sagte, es sei die absolute Hölle. Ja. Man kommt quasi nicht rein in Wien. Es geht fast nicht. Du kommst nicht mal nach Österreich rein. Aber ich denke, umgekehrt geht's, weil du ja Deutscher bist. Das geht und es geht für mich auch ein bisschen leichter, weil ich meine Heiratsurkunde mit einer Österreicherin habe ich immer am Mann. Ich habe eben auch einen Wohnsitz in Wien und und wenn du das vorzeigst, da lassen sie sogar die Piefkes rein. weil du mit einer Österreicherin verheiratet bist.
Ja, also wie gesagt, ich bin verheiratet mit ihr und wir haben auch noch den Wohnsitz in Wien. Also das heißt, wir sind safe, hoffentlich. Okay, aber nur Wohnsitz ohne Heiratsurkunde könnte es jetzt schwierig werden, von Bergisch Gladbach wieder zurückzukommen nach Wien. Weiß nicht, also vor 2 Wochen war das tatsächlich hart. Ich glaube, mittlerweile ist gelockert. Also unser Kanzler Sebastian Kurz hat ja praktisch Corona im Alleingang bekämpft. Also Österreich ist Corona-frei. Also ich bin vielleicht noch nicht, aber der Rest ist Corona-frei. Ja, das hat der Sebastian ganz allein gemacht. Das ist, weißt du, wer mit der FPÖ fertig wird, dann wird er mit Corona fertig. Das Ja, ist die genau. Sache. Ja, genau. Wer den Strache besiegt, der besiegt auch Corona. Der Strache, das war im Grunde das Corona der FPÖ. Weißt du, wer das im Griff hat, der hat auch den Rest. Gibt es denn überhaupt noch? Ich Du, weiß Strache kandidiert jetzt als Wiener Bürgermeister, habe ich die Tage Ach gelesen. komm, Ja, siehst du. wirklich, ja. Was ihm ein halb, dreiviertel Shitstorm eingebracht hat in irgendwelchen sozialen Netzwerken, weil die Leute natürlich gesagt haben, du Arschloch, du hast noch vor einem Jahr gesagt, du hältst dich jetzt aus der Politik raus nach der ganzen Ibiza-Nummer. Ja. Und jetzt noch nicht mal ein Jahr danach, es war ja noch nicht, ist ja noch nicht mal ein Jahr her, also Dreivierteljahr im Grunde nach dem ganzen Skandal, hat er alles vergessen und möchte wahrscheinlich, keine Ahnung, für die FPÖ oder im Alleingang Wiener Bürgermeister werden. Er braucht halt auch das Geld. Ne? Das ist. Das ist der Punkt. Die russische Oligarchin. Naja. Lass uns vielleicht in deiner Geschichte, die ja total spannend ist, vielleicht ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen. Richtig, genau. Das ist vielleicht am allersinnvollsten. Wir haben jetzt quasi hinten angefangen. Also du bist sicher in Wien angekommen, bist von Wien sicher nach Bergisch Gladbach gekommen und bist auch sicher, dass du zurück nach Wien sicher kommen wirst und deine Frau wiedersehen wirst. Gehen wir mal über in etwa knapp ein Jahr zurück. Du, das weiß ich, du wolltest in die USA, du wolltest immer in die USA, du warst immer ein Fan der USA. Ja. Ich habe dich immer auch kennengelernt als jemand, für den das nicht nur sozusagen ein Auslandsaufenthalt ist oder der Versuch, Comedy zu machen in den USA. Die Versuche gibt es ja immer wieder. Sondern ich hatte dich immer als jemanden kennengelernt, der wirklich eine ganz große Affinität zu diesem Land hat, eine große Begeisterung. Und du hast auch häufig, wenn du so erzählt hast, gesagt, ja, die USA, das ist für dich schon so ein Traum von Freiheit. Dagegen wirkt Europa, vor allem Deutschland, klein, Ja. piefig. Und das ist Na für dich ja. so. Ja, genau, ja. Ja, also da ist schon anderes möglich. So habe ich dich immer verstanden. Und das ist Ja, auch ein Bild, was also man haben kann. genau. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein Spätentwickler gewesen. Also ich bin tatsächlich erst 2008 zum ersten Mal drüben gewesen. Und zwar eben auch durch meine Frau, weil die hat vor Jahren Au-pair in New York gemacht, war auch längere Zeit mit einem Amerikaner zusammen, hat da auch ein paar Jahre oder ein paar Monate dann nochmal zusätzlich in Maine gelebt und hat immer so eine Affinität zu diesem Land gehabt. Die ganze Familie, also 2 Onkels waren auch drüben, 30 Jahre lang und so weiter und so weiter. Und wir haben unseren Honeymoon damals, 2008, in New York gemacht. Und das war tatsächlich mein erstes Mal Amerika und mein erstes Mal New York, 16 Tage. Und da hat es mich total gepackt. Also die Stadt hat mich geflasht. Also ich bin da hängen geblieben irgendwie. Und wir sind dann praktisch in diesen letzten 2008, also diesen letzten 12 Jahren immer jedes Jahr rübergefahren, haben auch längere Urlaube da gemacht, haben uns viel von Amerika angeguckt, also waren natürlich auch an der Westküste, waren in Chicago, also ich kenne relativ viel von dem Land und fand das immer toll. Also ohne das jetzt irgendwie zu romantisieren, natürlich sieht man dann natürlich auch die negativen Dinge. Aber wenn Deutsche immer sagen, der Amerikaner ist so oder so, das ist natürlich ein Quatsch, weil Amerika ist total heterogen. Du hast irgendwie 100 Nobelpreisträger, aber du hast natürlich auch Leute im Mittleren Westen, im Bible Belt, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Also du hast die komplette Range und du hast natürlich auch alles. Du hast die liberalen Städte wie New York oder Los Angeles und San Francisco, aber du hast natürlich auch die Dörfer und du hast diese unglaublichen Weiten und die Landschaft. Und das ist einfach ein tolles Urlaubsland. So habe ich es erst mal kennengelernt und habe mich dann
eben immer mehr mit diesem Land beschäftigt, eben auch mit diesem American Dream. Und dann kam eben irgendwann mal vor ein paar Jahren diese Idee, lass uns doch da mal länger rübergehen. So. Und dann hast du es letztes Jahr im Sommer getan. Es war, glaube ich, schon gar nicht so leicht für so eine lange Zeit, für ein Ja. Jahr entsprechende Visa zu bekommen, ne? Das Dann ist, das war total anstrengend. Also man muss sowas wirklich wollen. Also wenn man nicht als illegal über die mexikanische Grenze rübergehen will und dann als Poolboy in irgendeinem reichen Haushalt in San Diego arbeiten möchte, also wenn man das legal macht, dann ist das richtig viel Arbeit. Gerade wir, also ich wollte da ja auch arbeiten. Also ich wollte nicht einfach nur rübergehen, weil ich mache seit ein paar Jahren schon meine Shows auch auf Englisch. Ich war auch vor 2 Jahren auf dem Fringe Festival in Schottland, in Edinburgh, und habe da das Programm gespielt. Spiele das auch regelmäßig in Deutschland im English Theater in Frankfurt. Mache auch so viele Corporate Gigs, also so viele Unternehmensveranstaltungen, auch immer mal wieder auf Englisch. Also insofern, weil das Thema Wissenschaft, das ich halt habe, das ist natürlich auch international, und die Themen, die ich bespreche, die haben eben auch ein bisschen globaleren Aspekt. Insofern war es irgendwie auch naheliegend, ein Programm auf Englisch anzubieten. Und auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie versucht, so ein Visum zu bekommen, und habe dann halt in letzter Konsequenz, ich kürze es jetzt mal ab, habe ich es auch geschafft. Also das war ein Jahr, ein halbes Jahr lang. Und es ist eigentlich vollkommen absurd, nur eine kleine Geschichte. Also du brauchst ja erstmal so einen Immigration Lawyer, also brauchst erstmal einen Anwalt, der für dich den ganzen Schreibkram macht. Und allein der verlangt schon mal irgendwie einen Tagessatz vom Bruttosozialprodukt von Burundi quasi. Und dann musst du aber im Vorfeld, als Künstler, wenn du darüber gehst, musst du im Vorfeld sowas wie einen Tourplan dieser Immigration-Behörde vorlegen. Und dann habe ich zu meinem Anwalt gesagt, ja, aber Entschuldigung, das ist doch eigentlich die Idee des American Dream. Du gehst darüber und versuchst dann irgendwie an Auftritte zu bekommen. Und dann hat der gesagt, American Dream, we don't do it anymore. So, und das heißt also, du musst praktisch im Vorfeld Veranstalter, ich kannte da drüben ja auch keinen, du musst Leute beknien, die irgendwelche sogenannte Letter of Interest zu schreiben. Also, dass die sagen, ach, der Herr Ebert, der könnte bei uns in dem und dem Theater spielen. Und das brauchst du, da musst du halt, ja, und ich meine, mach das mal, ruf da mal drüben an und sagst, bist ein deutscher Comedian, dich kennt keine Sau, bitte schreib mir doch so ein Letter of Interest. Weißt du, und selbst die mich wollen, sagen dann, ja, aber du hast doch noch gar kein Visum. Sag ich, ja, das kriege ich aber erst, wenn du mir ein Letter of Interest schreibst. Also, so. Also es ist toll, also es ist Kafkaesk. Es ist Kafkaesk. Ja, also du darfst erst auftreten, wenn du den Letter of Interest hast, den du aber erst bekommst, wenn du deine ersten Auftritte hast. Genau, ja, mehr oder weniger. Genau, so. Ja. Und ich habe dann halt irgendwie auch über zig Beziehungen und Leuten, habe dann irgendwie das zusammengekriegt, und dann und es war tatsächlich bis kurz vorher war das immer noch nicht klar, ob ich dieses Visum bekomme. Und dann zum Glück hat es halt dann auf den letzten Drücker dann doch funktioniert, und dann bin ich mit einem sogenannten O-1 Visum, also das ist so ein Künstlervisum, ein Stand-up-Visum. Da darf ich aber auf der Bühne nur stehen, nicht sitzen natürlich, und es ist auch nur für Stand-up, nicht für Tanz. Sonst brauchst du ein D2-Sit-and-Dance-Visum. Nein, also so schlimm ist es nicht, aber du kriegst dann schon auch mal mit. Du denkst ja immer, deutsche Behörden sind irgendwie verrückt. Das können die Amerikaner dann schon auch. Ja. Ja, das ist das, was ich auch ganz, ganz häufig gehört habe, dass dieses Klischee vom Land of the Free und Immigration Land und Country, dass das alles auch lange schon übrigens vor Trump alles andere als der Wahrheit entspricht, sondern die USA sind im Gegensatz zu dem, wie sie sich verkaufen und wie sie immer rüberkommen wollen und wie sie wirken wollen, sehr restriktiv. Das fängt mit solchen Geschichten an, wie du sie erzählst, und geht dann weiter von dem, was auch Leute mir erzählt haben, die dort mal gearbeitet haben, die als Journalisten da waren, als Korrespondenten da waren, die sagten, da ist überhaupt nichts free. Wenn du in New York dich auf den Rasen setzen willst, ist das knallhart reglementiert. Das ist alles wesentlich strenger, als wir das immer von außen glauben.
Also es ist geteilt. Es ist auf der einen Seite total streng, viel strenger als in Deutschland, alles was Security angeht, alles was irgendwie Terrorismusgefahr und was so Sachen angeht, da sind sie komplett, da drehen sie komplett durch, da sind sie wirklich paranoid. Woran merkt man das so im Alltag? Ja, also ich meine, es fängt damit an, du hast dieses Arbeitsvisum und dann sagt der Anwalt dir ganz zum Schluss, wenn der Zöllner, wenn du dann einreist und du legst ihm das Visum vor und der Typ am Zoll, dem gefällt deine Nase nicht, dann kann der dich zurückschicken, obwohl du dein Visum hast, weil der sagt, der kommt mir verdächtig vor. Also so eine Macht haben die Typen da. Und wenn der dich einmal zurückschickt, dann kannst du auch nicht mehr rein. Ach was. Ja. Wenn der einmal sagt, suspicious person, so, und er Und muss das passiert das kontrollieren. häufig, dass die das tatsächlich grundlos tun? Nein, das kommt relativ selten vor. Aber wenn du dich da blöd verhältst bei der Einreise und dann irgendwie ein paar Scherzchen machst, die jetzt irgendwie über, also ja, da kannst, also die Horrorstory gibt's. Und auf jeden Fall hat dieser Zöllner die Macht. Also alles, was Staatsschutz angeht, was Grenzsicherung angeht, was in irgendeiner Form, also auch zum Beispiel in einem Broadway-Theater, du hast überall Taschenkontrollen. Also da sind sie wirklich, das macht natürlich von so einem in New York Sinn, aber und du gewöhnst dich auch dran, aber da sind sie sehr restriktiv und sehr, sehr alles, was im Bereich Business geht, also wenn du ein Unternehmen gründen willst, wenn du einfach mal was machen willst, da sind sie total locker. Und da geht viel, viel mehr als in Deutschland. Gut, wenn du wieder ein Restaurant aufmachst, ist auch wieder schwierig, um in New York einen Gasanschluss zu bekommen. Du kriegst eher ein O-1-Visum als einen Gasanschluss als Restaurant in New York, weil dann kannst du ja auch das Haus in die Luft fliegen. Also es ist wie in jeder Bürokratie, bei jedem Behörden. Es macht manches überhaupt keinen Sinn. In manchen Dingen sind sie total streng und in anderen Sachen sagen sie sich, ja, keep it going. Ja. Als du dann dort angekommen warst, der Zöllner dich Ja. durchgelassen hat, wo hast du gelebt in New York? In Manhattan nehme ich an, oder? Manhattan, Lower East Side, ja. Und zwar, wer den Film Harry und Sally kennt, Ja, klar. wir haben ungefähr 100 Meter von Cuts Deli gewohnt, wo diese berühmte Orgasmus-Szene von Meg Ryan spielt. Ah, okay. Und ein kleines Fun-Fact am Rande: Es ist halt so ein Touristen-Hotspot. Also, wir sind einmal reingegangen, als Real New Yorker geht man eigentlich nicht ins Cuts Deli. Aber wir sind einmal reingegangen und es gibt tatsächlich noch immer noch diesen Tisch, an dem diese Szene gedreht wurde, mit einem großen Schild: Here's the place where Harry met Sally. Und dann haben die extra von Cuts Deli ein Kamerateam. Und dann können sich Paare an diesen Tisch setzen, während der normalen Restaurantzeiten. Und sie spielt die Orgasmusszene lautstark nach. Das wird gefilmt. Und die ganzen, das ist eine riesenlange Theke, die so gegenüber ist, und die ganzen Köche halten dann so Schilder mit 9 oder 10 oder 8 mit Bewertungen in die Luft. So. Und dann kriegen die dann für $50 diesen Film, was eigentlich eine lustige Idee ist, aber wenn du da halt essen gehst, dann fällt dir halt alle 5 Minuten dein Pastrami-Sandwich aus dem Mund, weil da halt ständig irgendwie so eine Sarah Lee, ihrem Billy Bob aus Chicago, den Orgasmus vorspielt. Dort Lower East Side, wo du gelebt hast, wie groß war die Wohnung? Ich denke, das ist ja Ja, Abenteuer da, ne? ich würde mal sagen, es war ein One-Bedroom. Das waren so 30, 32 Quadratmeter. Schön geschnitten, sehr schön geschnitten. Wir hatten also ein kleines Bedroom und dann so eine Küche, Wohnbereich. Und wir haben uns echt dran gewöhnt. Die Küche hat sogar ein Fenster gehabt. Das haben wir rausgefunden nach 2 Wochen, als wir den Kühlschrank weggeschoben haben. Und halt diesen klassischen New York View. Also guckst aus dem Fenster aus der Küche raus und guckst 1 Meter
gegenüber auf eine Wand. So. Aber es war trotzdem, das war eine schöne Wohnung in einer tollen Gegend. Lower East Side ist schon auch so ein bisschen hip. Viele Tattoo-Läden, viele coole Bars und Restaurants und eben nicht so touristisch überlaufen, weil das ist ja schon so Downtown, Chinatown grenzt an. Also wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Wie würdest du die Atmosphäre der Stadt beschreiben? Würdest du sagen, es hat sich, seitdem du damals deinen Honeymoon dort vor über 10 Jahren erlebt hast, was verändert in diesen 10 Jahren? Wenn man heute dort ist, spürt man eine andere Atmosphäre? Spürt man dieses Trumpsche Regiment im Alltag? Gibt es noch mehr Polizei oder noch mehr Vorsicht, oder ist es für dich kein Unterschied gewesen? Also Trump ist insofern ein Thema in New York, weil ihn alle hassen. Also Das ja, ist ja New York klassisch ist ja, demokratisch, ne? genau, New York ist ja quasi so eine Liberal, so eine Hochburg der Demokraten. Ja. Und alle New Yorker, also wenn du mit einem Trump-Basecap rumläufst, da musst du vorsichtig sein. Also das ist schon. Ich habe mich da nie in die Diskussionen eingemischt. Ich war da immer zurückhaltend, Warum? weil ich einfach, ich bin da ganz pragmatisch, sage, es ist nicht mein Land. Es ist nicht mein Land. Also, und ich möchte nicht, ich wollte auch auf der Bühne nicht der typische Deutsche sein, der dann auf die Bühne geht und den Amerikanern erklärt, wie Demokratie funktioniert. Ja, das wollen doch die Amis uns immer erklären, eigentlich. War doch mal umgekehrt. Nein, deswegen habe ich mich da auch zurückgehalten. Ich meine, es ist sowieso nicht mein Thema, auf der Bühne politisch zu werden. Aber ich habe mich da auch in irgendwelchen Diskussionen immer zurückgehalten und habe mir das eher angeguckt und habe gesagt, okay, ich höre mir das an. Aber wie gesagt, New York ist sowieso so eine Blase. New York ist eigentlich nicht Amerika. Und ob du jetzt in London, in Paris oder New York lebst, ist jetzt, ich sage jetzt mal von der politischen Geschichte, ist kein großer Unterschied. Du hast gefragt, ob sich New York verändert hat. Ja. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich tatsächlich die letzten Jahre immer nur, zwar länger, aber immer zum Urlaub war und dieses Mal halt wirklich zum ersten Mal da war und versucht habe, was irgendwie Business zu machen und aufzutreten. Die Stadt ist ja lebhaft und alle paar Monate macht irgendwo ein neuer Laden auf, ein anderer schließt wieder. Also das ist natürlich total schnelllebig, das Ganze. Es gibt so ein paar Institutionen, die gibt es seit 100 Jahren, aber der Rest ist irgendwie sehr fluktuierend. Und das mag ich ja auch an dieser Stadt, dass es irgendwie so, dass so Geschwindigkeit drin ist. Hast du denn, weil du gerade sagst, New York ist nicht die USA, das ist ja so ein bisschen, wie man sagt, München ist nicht Bayern und Berlin ist nicht Deutschland. Also das sind ja alles irgendwie Epizentren des Irrsinns und des Wahnsinns und auch so ein bisschen Versuchslabore der Zukunft. Das merkt man ja auch selbst, wenn man in Deutschland unterwegs ist, wenn man wie in unserem Beruf auch auf Tour ist und fährt rum und tritt auf in, keine Ahnung, in Hückes Wagen oder in Bergisch Gladbach. Und sieht, dass die Probleme der Leute ganz andere sind als die, die man hat, wenn man in so einer Großstadt lebt. Bist du rausgefahren aus New York? Wo bist du hingefahren? Warum an die Orte und was hast du da erlebt? Also wir sind so ein paar Mal raus, weil wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall das Jahr in New York bleiben, weil du brauchst einfach die Zeit, um dich in so einer Stadt irgendwie heimisch zu fühlen. Aber wir haben dann immer gesagt, alle paar Wochen sind wir dann rausgefahren. Wir waren zum Beispiel in Upstate New York in den Catskills. Also wenn du da 2 Stunden rausfährst oder eineinhalb sogar schon oberhalb von Manhattan, bist du komplett in der Natur. Wir waren dann irgendwie 4 Tage wandern und da haben wir Braunbären gesehen. Weißt du? Also es ist total geile Natur da drüben. Wir waren auf so einem kleinen Roadtrip durch Texas und Louisiana. Also wir sind nach Austin geflogen, waren übrigens im selben Flugzeug wie Matthew McConaughey. Meine Frau hat den Sabbath schon nicht mehr aus dem Mund bekommen.
Ich sag mal auch, da muss ich sagen, da verstehe ich deine Frau. Der ist aber auch leider Ja, einfach ja, ein ja. sauguter Schauspieler. Ja. Und der kommt aus Austin. Also der ist mit seiner Frau, der hat wahrscheinlich irgendeinen Job in New York gehabt und ist dann quasi zurück nach Austin geflogen. Also wir sind dann nach Austin geflogen, haben uns ein Auto gemietet, sind von Austin über Houston nach New Orleans gefahren und haben uns so ein bisschen Texas und Louisiana angeguckt. Und das Das ist ist ja was natürlich, ganz anderes als New das York, ist ne? das Das vollkommen andere. radikale Gegenteil, ne? Genau. Also es ist halt wirklich Natur. Es ist auch, also wenn du in Texas, wir waren, wenn du in den Supermarkt gehst, wir wurden dreimal angesprochen von vollkommen Fremden, die dann gefragt haben, what's your faith? Also was ist dein Glaube? An was glaubst du? Und dann haben sie God bless you. Also praktisch dieses, auf einmal hast du gemerkt, okay, da bist du schon in so einem religiösen, das Thema ist total da. Super freundlich, also dieses Klischee Texaner und Südstaatler, wahnsinnig freundlich, das stimmt wirklich, das ist kein Klischee. Gerade auch Louisiana ist landschaftlich unfassbar schön, also das ist der Hammer. Auch geschichtlich, wir waren dann auf der Fahrt nach New Orleans, waren wir auf so zwei oder drei Plantations, das sind praktisch diese alten Sklavenplantagen, die mittlerweile so als Museum hergerichtet wurden, wo man einfach mal gesehen haben, wie haben da so die reichen Südstaatler gelebt. Und wir waren dann auf einer, waren wir dann so in der Abendsonne auf dieser Terrasse gestanden und dann haben sie tatsächlich auch noch die Original-Sklavenhütten 100 Meter weiter irgendwie hingebaut und du hast dich so ein bisschen gefühlt, also so ein bisschen wie Auschwitz mit schönerem Wetter. Es war wirklich beklemmend, aber auch geschichtlich sehr interessant. Und da muss ich den Amerikanern wirklich auch ein Lob aussprechen. Also man versucht wirklich. Wir reden hier von Louisiana und von Texas. Man versucht tatsächlich in großen Teilen der Bevölkerung dieses Erbe der Sklaverei aufzuarbeiten. Das war zumindest mein Eindruck. Also dieses Rassistenthema, das war sicherlich flächendeckend, vielleicht noch vor 30, 40 Jahren ein Riesenthema. Inzwischen versucht man da nicht nur in den liberalen Kreisen, sondern auch in den republikanischen Kreisen, versucht man da wirklich sowas wie eine Aufarbeitung zu machen. Das ist erstaunlich, ne? Ich kenne den Süden der USA überhaupt nicht. Deswegen war in meinem Kopf so ein ganz dunkles Klischee, das sich so gebildet hat durch die vielen Serien, die ich gesehen Ja. habe, die dort spielen. Breaking Bad, True Ja. Detective oder Better Call Saul und so. Und gerade da wird ja immer so ein sehr abgründiges, düsteres, bigottes Bild gezeichnet von diesen evangelikalen Kreisen da in den Südstaaten, wo die Menschen doch so irgendwie für sich sind und allem, was halbwegs fremd sein könnte, mit großer Skepsis und Ja. fast schon Abwehr begegnet. Das hast du aber offenbar anders erlebt. Überhaupt nicht. Also ich weiß es nicht, was passiert, wenn du jetzt sagst, ich ziehe da jetzt mal hin. Aber wenn du als Fremder da reinkommst und nicht über vegane Ernährung und Atheismus sprichst oder über Waffengesetze, dann kannst du da Riesenspaß haben. Gut, dass du als bekennender Atheist nicht über deinen Nichtglauben gesprochen hast. Du wärst da nicht mehr lebend rausgekommen, mein Lieber. Ja, das glaube ich. Ich saß auch mal in einem Flugzeug neben jemandem, der mir dann erzählt hat, dass er aus El Paso kommt, in New Mexico. Und das war schon nach diesem Attentat, das ja stattgefunden hatte, Ja. worüber wir dann auch gesprochen haben. Und er auch sagte, ja, das sind so Bilder, die sich da vermitteln oder die irgendwie ankommen in Europa oder in der Welt. Aber im Grunde sind das ganz liebevolle Menschen, die da leben Ja. und eine ganz große Herzlichkeit und diese ganzen Bilder, die wir so haben von den Südstaatlern, die alle schwer bewaffnet durch die Gegend laufen und irgendwie alle 2 Wochen mal um sich ballern, wenn ihnen irgendwas nicht passt, das stimmt alles nicht. Ja, also nein, das stimmt wirklich nicht so. Also wie gesagt, natürlich gibt es sowas, aber es ist nicht die Regel. Und
Also was ich schon erlebt habe, ist das, was vielleicht das trennende Element, das vielleicht vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren der Rassismus ist, ist jetzt die politische Ausrichtung. Also es ist da schon ähnlich wie in Deutschland auch, wo sich rassistische AfDler und linksgrüne Gutmenschen sich gegenseitig beschimpfen und man total schnell versucht, die Leute entweder in die eine oder in die andere Richtung irgendwie einzuordnen. Das ist tatsächlich, und ich glaube, da ist durch Trump auch noch mal richtig Fahrt reingekommen, dass Demokraten und Republikaner sich wirklich, wirklich echt teilweise abgrundtief hassen und da richtige Vorurteile haben. Und über diese Frage, wen wählst du, Freundschaften zerbrechen und Familien tatsächlich auch irgendwie da teilweise Familie zerbrechen, ja. Ja, das denke ich auch. Also ich verfolge ja mit sehr großer Begeisterung das amerikanische Fernsehen. Und da machen wir uns, glaube ich, in Deutschland überhaupt kein Bild, was da an Extremismus auch einfach in dieser Gesellschaft liegt. Das wird ja auch medial abgebildet. Also sowas wie Fox News in dieser Radikalität als Rechtsaußensender, eigentlich als Sender, der Trump quasi 24/7 huldigt, Das das stimmt ist. nicht, das stimmt nicht. Also es gab eine Medienanalyse und dann wurde mal geguckt in den ersten 100 Tagen, wie viele, also Fox News ist natürlich konservativ, ist natürlich pro Trump. Aber es gab immerhin, ich glaube, 30% aller Berichte über Trump waren dann doch eher skeptisch bis negativ, selbst bei Fox. Also man muss auch mal, auch ganz so extrem ist es dann doch nicht. Also es ist, ja. Aber es ist schon, es ist ein Fernsehsender, der ist in Deutschland so fast nicht vorstellbar. Ja, Gut, aber du hast man dann muss dazu sagen, natürlich halt. Online Bild TV versucht jetzt genau das zu sein im Moment. Ja, Also da nein, bauen wir ein das bisschen finde ich auf. halt, also was ich meine, das Land ist halt einfach wesentlich größer. Und dadurch verschwimmen natürlich zum Glück solche extremen Dinger immer, die verschwimmen dann halt auch mehr. Man kann sich halt einfach aus dem Weg gehen. Nein, das ist einfach so. Also du hast halt einfach, was du in Amerika hast, ist halt Platz. Das hilft vieles. Das heißt, eigentlich muss man an dieser Stelle dann schon fast die Europäer und die Deutschen schon wieder preisen, dafür, dass sie so wenig Platz haben, sind sie dann doch sehr zivil und sehr freundlich zueinander, wenn man den großen Platz der USA und die gleichzeitige Radikalisierung und Militarisierung vergleicht, vor dem Hintergrund des Raums, der da ist. Ja, also ich meine, es funktioniert ja auch in Amerika in den großen Städten. Also New York ist halt einfach ein riesen Melting Pot. Und das Gleiche ist mit Los Angeles oder mit San Francisco. Also gerade in der Bay Area, wir waren noch ein paar Tage, habe ich ein paar Auftritte im Valley gehabt und das ist natürlich auch wahnsinnig diverse. Und da gehen die Leute trotzdem irgendwie gesittet miteinander um, trotz oder gerade wegen dieser vielen Kulturen. Das ist übrigens auch das, was mir an New York am meisten gefallen hat. Das ist, also ich kann die Subway nicht oft genug loben, weil die Subway ist einfach das demokratische Element in New York, weil jeder mit der Subway fahren muss. Also du kannst Multimillionär sein, aber in der Rush-Hour dich ins Auto zu setzen, bringt nichts. Das heißt, Du kommst gar nicht an, weil genau, so viel in der los ist, weil Subway so sitzt viel halt Stau ist. jeder. Die illegale mexikanische Küchenhilfe neben dem Dotcom-Billionär. Und die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten sozialen Klassen. Und jeder lässt sich irgendwie in Frieden und jeder geht einigermaßen gesittet miteinander um. Und das hat mir an New York mit am meisten gefallen. Erzähl mal von deinen beruflichen Erfahrungen in den USA. Ich Ja. weiß ja, dass du hast die Comedy-Seller-Tour ja genauso gemacht Ja. wie Business-Events und Vorträge. Fangen wir mal mit dem Comedy-Seller an. Also du bist
richtig in diese Comedy Cellars in New York. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist vielleicht am ehesten zu vergleichen mit dem, was wir hier so Quatsch Comedy Club nennen. Nur, dass es das eben nicht nur in Berlin oder ein paar Großstädten gibt, sondern dass das einfach eine Kultur ist. Es gibt unendlich viele Comedy Cellar. Und auch dort ist es, soweit ich es weiß, so, dass in diesen Comedy Cellar auch in einer Mixshow ganz unbekannte Leute wie du aus dem Ausland bis hin zu großen Stars wie Louis C.K. oder anderen wirklich in einer Mixed-Show zusammen auftreten. Also die Comedy-Szene ist ziemlich anders organisiert als in Deutschland. Also es ist tatsächlich so, es gibt wahnsinnig viele Stand-up-Clubs und da gibt es natürlich immer mal wieder Sonderveranstaltungen, wenn dann irgendein Berühmter kommt, der kriegt dann eine Stunde, nicht mehr, und spielt dann praktisch sein Soloprogramm. Also man spielt auch kürzer die Shows, also Viel kürzer als in Deutschland, nicht so ne? wie bei deutschen Kabarettisten, wo 3,5 Stunden gespielt wird, dann ist Pause. Genau. Aber die meisten Shows sind so gemischte Shows. Also meistens, also es gibt einen Host und es gibt zum Schluss einen Headliner, der tritt so vielleicht 15 Minuten auf und vorher sind Leute, die werden so in 5 bis 7 Minuten Slots damit halt die Leute möglichst viel Abwechslung haben, die Zuschauer. Es gibt auch ein Two-Drink-Minimum, das heißt, du musst da auch 2 Drinks Minimum trinken, damit die Gastro Umsatz hat. Und es gibt, ich würde mal sagen, also es gibt unzählige Clubs. Ich sage mal, von den besseren Clubs gibt es vielleicht so 15, 20 Clubs und dann halt noch in jeder Kneipe machen dann Open Mics oder irgendwelche halblegalen Sachen. Aber so, und es gibt eben den Comedy Cellar. Das ist das ist die absolute Königsklasse. Da bin ich leider nicht reingekommen. Das ist, also eher kriegst du eine Papstaudienz als 7 Minuten im Comedy Cellar. Selbst für den Papst wird es schwierig werden, wenn der ein Stand-up vorbereiten würde. Ist das tatsächlich so? Warum kommt man da so schwer rein? Es Oder ist wer kommt rein? Kommen da nur die Stars rein? halt Supply and Demand. Also es gibt ungefähr 10.000 Comedians in New York und jeder will natürlich da rein. Und die 7 natürlich brutal. Und der Comedy Cellar hat sich halt über die letzten 20 Jahre so ein Image aufgebaut, dass da halt nur die Besten der Besten spielen. Und das Tolle ist, wenn du da als Zuschauer reingehst, siehst du halt immer, wer spielt heute. Und ganz, ganz oft, ich habe es leider nie erlebt, ganz, ganz oft kommt dann irgendwie überraschend Jerry Seinfeld oder Chris Rock oder Dave Chappelle, die dann halt neues Material ausprobieren, überraschenderweise. Und Das wird aber nicht das angekündigt. wird nicht angekündigt, das steht da nicht. Nee, nee. Aber das passiert regelmäßig, weil die Stars natürlich, wenn die irgendwie ihre Netflix-Specials proben, dann brauchen die natürlich auch Bühnen, wo sie spielen. Und dann nehmen die oft den Comedy Cellar und probieren dann Material aus. Und das hat natürlich diesen Mythos entwickelt. Also da bin ich nicht reingekommen, Aber als Zuschauer warst du drin. als Zuschauer, genau. Wie Aber viele Plätze hat er? das ist gar nicht so groß. Es sind 200 Leute, ganz dicht an dicht, super Atmosphäre, ganz eng. Also das macht schon Spaß. Das macht schon richtig Spaß. Und so sind die Clubs ungefähr fast alle, so diese Größenordnung zwischen 150 und 200. Ganz kuschelige Atmosphäre. Ich habe im Broadway Comedy Club regelmäßig gespielt und im Gotham Comedy Club. Aber jeweils auch nur Mixshows 5 bis 7 Minuten. Und im Genau. Bus bist du Also auch länger. ich hab mit 5 Minuten angefangen und dann habe ich mich im Broadway Comedy Club auf 7 Minuten hochgearbeitet. ja, also das ist. Das hat Spaß gemacht und das war natürlich eine Riesenehre, dass die mich, und das hat auch gut funktioniert, weil das natürlich in New York sind die Leute, das Publikum, das Comedy-Publikum extrem offen. Also die wollen Sachen sehen, die irgendwie unorthodox sind und die irgendwie nicht so. Und deswegen haben die erstmal, wenn du auf die Bühne gehst, I'm a German Comedian, dann haben die schon mal, was, German Comedian? Und wenn ich dann auch gesagt, ich bin Physiker,
Das war, allein das war schon total spannend für die. Ja. Also wie so ein Widerspruch in sich eigentlich auf eine Comedy-Bühne kommt. Ist das denn tatsächlich so, dass die Amis dieses Klischee von uns haben, dass wir häufig glauben, dass sie es haben, nämlich Germany und Humor oder Germany und Comedy schließen Klar. sich eigentlich aus? Also Klar. haben die Deutschen gibt es dieses Klischee vom Humor des Dieses Deutschen Klischee gibt tatsächlich? es. Dieses Klischee gibt es auf jeden Fall. Und das bediene ich natürlich auch die ersten 2 Minuten in meinen Jokes, dass ich gleich sage, hey, German Physicist, double the fun, also doppelter Spaß. Und dann lachen die natürlich, weil sie genau wissen, ich bediene das Klischee und mache da so ein bisschen ein auf Nerd auch. Ja. Und Hattest du das Gefühl, dass das Publikum in den USA sowohl als du als Zuschauer als auch als jemand, der selbst aufgetreten ist, anders ist als in Deutschland? Ist eine größere Offenheit da oder sind die übersättigter aufgrund der massiven Auswahl? Gucken die kritischer, weil sie jeden Abend sowieso das Beste da kriegen? Also zwei Sachen. Erstmal, was mir von den Künstlern aufgefallen ist. Es gibt natürlich auch da, bei 10.000 Comedians gibt es auch da viele, wo du sagst, naja, die kochen auch nur mit Wasser. Ja. Wobei die Guten sind wirklich richtig gut. Ja. Die haben eine Gagdichte, das ist unfassbar. Da ist jede 10 Sekunden Lacher, 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 Lacher. Unfassbar. Also da kann man wirklich was lernen. Was natürlich auch denen einfacher fällt, weil die machen ihr ganzes Leben lang, arbeiten die auf ihre 7 Minuten, auf ihre 10 Minuten hin. Wir müssen ja alle paar Jahre oder alle 2 Jahre irgendwie 90 neue Minuten oder 100 Minuten machen. Das ist schon was anderes, wie wenn du dein ganzes Leben lang auf starke 10 Minuten hinarbeiten kannst. Ja. Das kommt schon mal drauf an. So. Was mir aufgefallen ist, dass also es gibt natürlich alles. Es gibt die Leute, die von irgendwelchen, die klassischen Comedy-Themen, Uber-Fahrer, Dating-Apps und sowas erzählen. Aber es gibt auch viele, die sehr politisch sind. Aber im Gegensatz zu jetzt dem klassischen Politkabarett, vielleicht in Deutschland, die Leute erzählen ganz, ganz viel aus einer ganz persönlichen, Position heraus. Also es sind immer Geschichten, die sie selbst erlebt haben. Und das fand ich sehr spannend. Dadurch kriegen die natürlich auch ganz schnell das Publikum. Also weil es halt irgendwie immer was ist, was von einem selbst kommt. Und das hat mir gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das Publikum, das ist, ja, die sind schon verwöhnt. Also mir ist es zum Glück nie passiert, aber ich habe schon ein paar Kollegen gesehen, wenn da eine Minute lang kein Gag kam, dann haben die Leute schon auch reingerufen. Ja. Tell a joke, you moron. Ja, also du hast da schon Druck. Also die Leute sind sehr ungeduldig. Es wird ja oft getrunken. Es gibt ja praktisch, die ersten Shows fangen nachmittags an und dann gibt es ja Late-Night-Shows. Die geht dann um 1 Uhr nachts los. Und da sind die Leute natürlich besoffen. Und klar, logisch. Das gab es in Deutschland früher nur, als Kay Ray das im Schmitz Tivoli gemacht hat, wo ich mal Wieder aufgetreten Mitternacht, bin. natürlich. Das war die absolute, das war genau. Da hab ich zum ersten Mal gedacht, so muss es in den US-Late-Night-Shows zugehen, wo Genau. du, also in diesen Live-Comedy-Salaclubs, wo du wirklich dachtest, das kann alles nicht mehr wahr sein. Die Leute waren noch besoffener als der Darsteller und das war schon schwer. Und dann ging wirklich die Witze aus dem Witzbuch, es fing bei Ficken und Kacken an und ging weiter abwärts. Genau. Also Schmidt-Theater, Mitternachtsshow mit Kay Ray, das kommt ungefähr hin. Das kommt ungefähr hin. Also würdest du sagen, du hast dort was gelernt jetzt Ja. für deine Bühnenarbeit in Zukunft? Also ich habe auf jeden Fall was gelernt, weniger, ich meine, bei mir waren das ja immer meine Shows oder meine Programme in Deutschland. Es waren ja schon immer eher so lustige TED-Talks, sag ich mal, ne? Also sehr akademisch. Ja. Und die Zeit in Amerika, die hat mich schon so ein bisschen gelehrt, ich kann da auch ein bisschen persönlicher auch werden. Also ich muss jetzt keine Geschichten über Dating-Apps erzählen, zumal ich ja verheiratet bin. Aber ich kann
dann auch Geschichten mehr von meiner persönlichen Einstellung heraus erzählen. Und die Zeit hat mir da Mut gemacht, da so ein bisschen keine Angst, weil die Amerikaner haben tatsächlich, ich meine, das ist manchmal auch nervig. Also auch im Persönlichen her, wenn du Amerikaner kennenlernst, das wirst du auch schon irgendwann mitgekriegt haben, Amerikaner sind perfekt in Smalltalk und sie erzählen nach 5 Minuten dir teilweise die intimsten Sachen. Also tatsächlich, dass irgendwie gerade der Onkel an Krebs gestorben ist. Also wirklich so richtig brutale Sachen, wo du als Deutscher denkst, das erzähle ich erstmal, da muss ich erstmal 5 Jahre mit jemandem befreundet sein, bis ich so eine Geschichte rauslasse. Was ich als eher distanzierter Mensch schon auch irgendwie, boah, das war mir too much. Das war mir wirklich zu viel oft. Aber auf der Comedy-Bühne führt es natürlich, diese Scheu, persönliche Dinge zu bringen, führt es natürlich auch zu einer so schnellen Verbindung zu den Leuten. Und das fand ich toll. Das hat mir Spaß gemacht, das zu sehen, zu beobachten und dann selber so ein bisschen auszuprobieren. Du hast ja auch schon in Deutschland, hast ja vorhin auch schon erwähnt, sehr viele Business-Vorträge gehalten. Du warst ja immer an dieser Schwelle zwischen wissenschaftlichem Vortrag und auch auf der Bühne Comedy, aber immer mit stark wissenschaftlichem Akzent. Wie war das in den USA? Wo bist du da aufgetreten und wie war da die Resonanz? Also die Resonanz bei den Business-Vorträgen war wirklich spitze. Also ich habe in Washington, D.C., habe ich gespielt an der National Academies of Sciences. Das ist halt so eine richtig große wissenschaftliche Akademie, wo dann halt wirklich auch Nobelpreisträger Vorträge halten, 700-Mann-Saal. Und es war so eine Kooperation mit der deutschen Botschaft in Washington, weil letztes Jahr war so ein zufälligerweise, das wusste ich nicht, aber 2019 war das sogenannte Wunderbar Together-Jahr. Das heißt, das war von den Botschaften und von der Außenhandelskammern war das organisiert, ein Jahr der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Deswegen gab es ganz viele so Kooperationsveranstaltungen. Und da habe ich natürlich perfekt reingepasst. Und da hat eben die Botschaft in Washington gesagt, wir organisieren da bei der National Academy of Sciences, organisieren wir da deine Bühnenshow. Also ich habe ja ein Stundenprogramm, Sexy Science heißt es, wo ich sehr, sehr viel über die deutschen und amerikanischen Unterschiede, auch in wissenschaftlichen Herangehensweisen, dass wir Deutschen eher so akribisch sind und dass die Amerikaner eben so, ich hau erstmal was raus und guck dann, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, mache ich es besser. Und wir Deutschen denken erstmal 10 Jahre drüber nach, aber dann funktioniert die Duscharmatur halt wenigstens. Ja. So. Und das hat denen wahnsinnig gut gefallen. Gerade diesen wissenschaftsbasierten Leuten. Ich habe dann auch im Silicon Valley ein paar Auftritte gehabt. Ich habe in San Diego vor Physikern gespielt, in New York bei so einer Mathematikertagung. Und das hat natürlich mit meinem Thema und mit meinem Herangehensweisen, weil die Amerikaner, das muss man auch sagen, also die Deutschen waren vor 150 Jahren tatsächlich die größte Einwanderergruppe. Wenn du Ellis Island mal besuchst und guckst, was 1840, 1850 für Leute, da waren die Deutschen wirklich die größte Bevölkerungsschicht. Und diese deutschen Wurzeln, die findest du überall in Amerika. Aber nicht nur das, sondern auch diese unfassbare Wertschätzung Deutschen gegenüber. Und es war so irre, weil wir Deutschen sind ja so ein bisschen mit so einem Schuldkomplex eigentlich aufgewachsen. Wir sagen immer, meine Güte, wir waren mal Nazis und so. Das stimmt ja auch, aber also diese Konzentration auf die negativen Dinge sind schon sehr stark. Und ich habe in New York oder in Amerika kein einziges Mal, natürlich macht man Witze drüber, ihr wart mal Nazis und man macht sich auch richtig lustig drüber. Aber man sagt, hey, ihr Deutschen seid wirklich cool, ihr seid ein cooles Volk, ihr macht geile Sachen, ihr habt es auch geschafft, euch
komplett zu verändern von, ich meine, ihr wart vor 80 Jahren, habt ihr die Welt zerstört und jetzt seid ihr irgendwie so ein geiles Volk. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, hey, vielleicht sind wir gar nicht so doof, wie wir immer denken. Es gibt eine lustige Geschichte, weil du ja auch gerade die Comedy-Szene ist ja auch sehr, sehr jüdisch geprägt, weil ganz viele Comedians, der jüdische Humor, ganz viele Comedians sind Juden oder jüdischer Abstammung. Ja. Und auch New York ist ja auch so ein jüdisches Zentrum. Also du siehst auch ganz viele orthodoxe Juden in der Subway und so weiter und so weiter. Und natürlich macht man in der Comedy-Szene, wenn ein Deutscher auftritt unter den amerikanischen Kollegen mit jüdischer Abstammung, zieht man mich halt total durch den Kakao. Und es gibt eine lustige Geschichte. Da wollte ich irgendwie mit einem jüdischstämmigen amerikanischen Kollegen wollte ich irgendwie Telefonnummern austauschen und wir hatten aber irgendwie beide unsere Handys vergessen und dann sagt er, pass auf, dann lass es uns auf die alte Art machen und schreib mir doch deine Telefonnummer auf den Unterarm mit Kuli. Ihr Deutschen wisst ja, wie das geht. Und so Scherze machen die halt permanent. Ja. Und am Anfang, die ersten paar Wochen, war ich halt noch so total verunsichert. Und die lachen sich dann halt tot drüber. Ja, das ist. Und das ist wahnsinnig befreiend, weil in New York macht jeder über seine Kultur und über die Kultur des anderen relativ offen Witze. Ja, Und das ist sehr, sehr entspannt. das ist sehr, sehr befreiend, da wo viele in Deutschland immer noch zum Teil berechtigt, zum Teil Ja, auch ja. aus einem deplatzierten Ja, Moralismus heraus ja. das Gefühl haben, das dürfen wir ja nicht oder wir Ja, dürfen das ja. nicht. Ich habe häufig die Geschichte erzählt von einem großartigen Auftritt von Robin Williams, als er noch gelebt hat, Gott hab ihn selig, damals bei Letterman. Und Ja. Robin Williams kam zurück aus Deutschland und hatte irgendwie zwei, drei Termine in Deutschland gespielt. Und erzählte bei Letterman in der Show von seinen Deutschlandauftritten und sagte Letterman, how's Germany? Tell me. Und dann sagte Ron Williams, oh, well, you have to see the Germans are, they don't have humor, nothing like that. They don't like to have fun, they don't tell any jokes, nothing like that. You know, in Germany they have comedy and cabaret. Und dann sagte Letterman, what's that? Und dann sagte, well, cabaret, this is political comedy, you know, that's cabaret, you know, cabaret. Und dann sagt Letterman, why don't the Germans have any funny people? Und dann sagt Robin Williams den großartigen Satz, well, I told them why they don't have any funny people, because they killed all the funny people in Germany. Ja, Also genau. das ist so dieses Niveau, dieses witzige, großartig, wunderbar, aber es ist eben in Deutschland haben wir da ja immer noch so komische Komplexe, obwohl das das glaube ich. Obwohl ich schon glaube, dass wir von dieser Art Humor sehr, und das würde es gut zu Gesicht stehen, weil Ja. es gibt in meiner Auffassung einen sehr, sehr guten und sehr klaren humoristischen Umgang mit dieser Vergangenheit, der weder was mit Geschichtsklitterung, noch mit Verharmlosung, noch mit Vereinfachung zu tun hat, sondern einfach mit einem gesunden Verständnis dessen, was war, ohne dass man es relativiert. Aber trotzdem müsste man sich viel offensiver darüber lustig machen, weil ich glaube, es funktioniert paradoxer. Je mehr wir in der Lage sind, solche Gags zu machen und sie in dieser Form darüber lustig zu machen, desto mutiger wird auch der Umgang mit der Verantwortung. Ja, also es ist teilweise in Deutschland schwer möglich, bestimmte Sachen. Also es gibt zum Beispiel einen Gag in meiner Show, mit dem fange ich meistens auch irgendwie so in der ersten Minute an, dass ich irgendwie sage, dass die Sprache der Wissenschaft vor 100 Jahren war nicht Englisch, sondern Deutsch. Also vor 100 Jahren wurde jedes Fachbuch in der Physik oder in der Medizin auf Deutsch geschrieben. Und wenn wir es vor 80 Jahren nicht verschissen hätten, das sage ich dann in New York, dann könnte ich hier heute vor euch in meiner eigenen Sprache auftreten, weil es mein eigenes Land wäre. So. Und in New York, die Leute in New York lachen sich total tot über dieses Klischee, dass der Deutsche überall einmarschiert und so. Es ist ein Killer-Gag in Amerika oder auch in London oder in Schottland, wie ich gespielt habe. In dem Moment, wo Deutsche im Programm sind, gucken die sich total pikiert um und sagt, darf man das sagen? Und es ist natürlich, du hast vollkommen recht, man muss
Ich finde, es würde uns gut zur Geschichte stehen, ein bisschen lockerer zu sein. Aber gerade, ich würde in Deutschland nie, 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 habe ich auch in Amerika nicht gemacht, einen Gag irgendwie über dieses Judenthema machen. Weil es ist einfach, es ist, also für mich ist da eine Grenze und es ist erst recht noch eine Grenze. Es ist vielleicht, es geht vielleicht, wenn du in Amerika, in New York bist und du bist als Deutscher in der Minderheit. Und dann geht es vielleicht gerade noch so. Aber es geht nicht in einem Land, wo du in der Mehrheit bist und da auf eine Bevölkerung, auf Kosten von der Bevölkerung Gag machst. Also das. Aber auf uns dürfen sie rumhacken. Das finde ich, we deserve it. Das sage ich dann immer. Ja, absolut. Und Ja, letztlich natürlich. verdient es ja jeder. Und das ist, glaube ich, auch, das Ja. muss man. Und es ist auch nie, und nochmal, und es ist auch nie von den jüdischen Leuten, es ist immer mit einem Augenzwinkern gemeint, weil sie eben sagen, macht euch locker, ihr seid nicht mehr die Bad Guys, ihr seid cool. Ja, und ja. Jetzt kam irgendwann der Moment, wo dieses Corona die Welt erreichte und dann irgendwann mit etwas Verzögerung, aber dafür umso drastischer auch die USA. Wie ging es dir, als du so am Anfang davon gehört hast, dass da in China so ein Virus aufgetaucht ist? Ja. Du bist ja nun Naturwissenschaftler, ich bin das nicht. Ich gebe zu, ich habe ganz lange gedacht, okay, mal wieder eine Epidemie im Fernen Osten. Das wird sein wie SARS. Worüber haben wir uns schon aufgeregt? Und ich habe mich auch lustig gemacht in der Anfangsphase, so im Januar, über die ganzen Leute, die da panisch wurden. Und ich dachte, mein Gott, Leute, kommen mal runter. Aber ich bin nun auch kein Naturwissenschaftler. Wie Ja. ging es dir? Also, ich habe relativ schnell, haben bei mir die Alarmglocken geschrillt, weil in meiner Community, so in meiner sozialen Medien-Community, die ganzen Leute, die in den letzten Jahren bei irgendwelchen Sachen, die so aufgeploppt sind, immer gesagt haben, das wird alles, mach mal halblang, ist alles nicht so. Die waren auf einmal Anfang Februar bei diesem Corona-Thema total alarmiert und in Panikmodus. Da habe ich mir gedacht, wenn die Leute, die immer sagen, macht euch nicht verrückt, auf einmal durchdrehen, ich gedacht, vielleicht ist da irgendwie doch mehr dran, als man das so denkt. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen schon sehr früh damit beschäftigt und bin dann auch so in den leichten Panikmodus schon gekommen, als es noch überhaupt kein Thema war. Hab dann Valerie, also meiner Frau, schon Anfang Februar gesagt, in der U-Bahn nichts angreifen und greift dir nicht ins Gesicht. Und die hat mich dann noch für verrückt erklärt. Und war dann wirklich echt ein bisschen 2 Wochen lang wirklich total im Panikmodus. Das hat sich leider dann irgendwie bewahrheitet. Wir sind am 17. März sind wir vorzeitig abgereist, weil das in New York innerhalb von, also da gab es natürlich diese schrecklichen Bilder aus Italien schon, aber New York oder Amerika kam ja erst so mit 2, 3 Wochen Verspätung. Aber es hat sich halt wie in fast allen westlichen Ländern ja auch innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit von Abwiegeln bis zum Panikmodus. Das ist ja innerhalb von Tagen. Das war ja in Deutschland und in anderen Ländern auch nicht anders. Und in Amerika ging das halt tatsächlich auch innerhalb von 4 Tagen. Also die haben dann irgendwann mal die NBA, das war so das erste, die NBA-Tour haben sie abgesagt. Dann haben sie auf einmal die Broadway-Theater zugemacht. Dann haben sie die Restaurants geschlossen. Dann hat Trump, ich glaube, am 13. März oder 14. März eine Rede gehalten, hat gesagt, wir machen jetzt nächsten Monat, Montag, die Flughäfen dicht. Und da habe ich, das war der Punkt, wo ich gesagt habe zu meiner Frau, oh Mist, wir kommen da vielleicht nicht mehr raus.
wenn die jetzt wirklich alles dicht machen. Du wusstest ja auch nicht, wie das sich dann weiterentwickelt. Und dann haben wir uns quasi am 14. noch hingesetzt, abends haben einen Flug rausgesucht, haben am 17. den Flug, also für 17. den Flug gebucht, weil in dieser Zeit, in diesen letzten 2, 3 Tagen, war dann New York innerhalb von kürzester Zeit eine komplett andere Stadt. Also es war dann wirklich schon so was wie ein Shutdown. Also es war keiner mehr auf der Straße, es war gespenstisch. Also es war natürlich hier in Deutschland auch so, und es ist natürlich auch, in Großstädten sieht man, das ist natürlich der Unterschied. Ich meine, ich komme aus Amorbach, da ist kein großer Unterschied zwischen Quarantäne oder nicht Quarantäne auf dem Land. Aber in den Großstädten und in New York halt nochmal. Und das hat mir schon irgendwie im Herz weh getan, wenn du dann irgendwie durch diese Leben, durch diese lebendige Stadt gehst, und da ist praktisch wie so ein Stecker gezogen. Und wir wussten, wir haben jetzt keine Angst um unsere Gesundheit gehabt, weil wir haben in unserer Wohnung waren wir und sind dann zweimal in der Woche zum Einkaufen gegangen. Das heißt also, wir hätten uns sowieso wahrscheinlich nicht angesteckt. Aber die Angst war halt, wenn hier das totale Chaos ausbricht, bist du halt als Non-Resident, als kleiner O-1-Visa-Besitzer das letzte Glied in der Kette. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns da raus. Ja. Wie war das für dich, diesen zu sehen, dass diese Zeit dann doch so viel früher endet? Ich meine, du hattest dir vorgenommen, bis Juli zu bleiben, das sind ja doch 4 Monate weniger. Wie war das, in so kurzer Zeit da Abschied nehmen zu müssen? Das war echt hart. Das war echt hart. Also in dem Moment eigentlich gar nicht so, weil wir waren dann, wir mussten dann innerhalb von 2, 3 Tagen ganz viele Sachen erledigen. Packen, die Wohnung irgendwie, also es war zwar eine möblierte Wohnung, wir müssen uns von Freunden verabschieden. Also das war dann wirklich, wir haben so im Grunde genommen Listen abgearbeitet. Und dann immer noch diese Ungewissheit, kommen wir wirklich raus? Dann war ja auch noch die Frage, was passiert, wenn wir in Frankfurt zwischenlanden? Dann mussten wir noch den Flieger nach Wien. Geht das auch klar? Weil Österreich hat ja noch mal ein paar Tage früher als Deutschland richtig zugemacht. Ich wusste dann zum Beispiel auch nicht, ob ich wirklich auch noch mit reinkomme. Das war dann auch irgendwie. Und als wir dann aber in Wien in unserer Wohnung dann angekommen waren, dann ist so der richtige, die Keule gekommen. So. Und es ist, ja, ich kann es schwer beschreiben. Es ist einfach es ist wahnsinnig traurig. Natürlich es sind Luxussorgen natürlich. Wenn ich jetzt sage, es ist so traurig, dass wir jetzt irgendwie vorzeitig abbrechen müssen, meine, zurzeit haben Menschen andere Probleme. Ja, trotzdem. Klar. Ja. Insofern, wir haben es ja noch gut getroffen. Also wir haben in Wien eine schöne kleine Wohnung und wir sind gesund und so. Aber es fühlt sich immer noch im Rückblick irgendwie unwirklich an, Ja. die ganze schnelle Aktion. Wir konnten uns im Grunde genommen nicht verabschieden von dieser Stadt. Ja. Genau, ja, das glaube ich, dass das krass ist. Gab es denn irgendwas, was du noch unbedingt dort vorhattest oder unbedingt noch erleben wolltest? Irgendeine Reise, irgendwas, was noch Also ich hatte dann das hätte, wo du große, sagst, Scheiße, das hätte ich echt noch gern gemacht? also ich hatte das große Glück, dass ich quasi auf den letzten Drücker meine Off-Broadway-Show spielen konnte. Also ich habe schon Monate vorher durch diese Tingeleien in Stand-up-Clubs gesehen, also mehr über 7, 8 Minuten kommst du nicht raus, die geben dir nicht mehr. Ich hatte ja dieses Stundenprogramm, das ich auch schon eben bei diesen Corporate-Gigs immer gespielt habe. Ich wollte das irgendwie in New York spielen. Das war so mein Anspruch. Und dann habe ich gesagt, bevor du dich auf irgendwelche windigen Typen verlässt, musst du es einfach selber machen. Das ist eh was. In New York, das ist das Schöne. Du musst in New York, wenn du was machen willst, musst du es selber machen. So. Und natürlich habe ich mir Theater angeguckt, und dann habe ich ein Theater gefunden, wo ich gesagt habe, das passt von der Größe her, das könnte mir sympathisch sein, es war auch gar nicht so weit weg. Das sogenannte Soho Playhouse, also da bin ich irgendwie 15 Minuten zu Fuß gelaufen. Und die machen auch immer so ein bisschen so unorthodoxere Sachen. Nicht nur Comedy, sondern auch Theaterstücke und sowas.
Und die habe ich dann schon vor Monaten angesprochen, habe gesagt, sag mal, ich würde gern bei euch spielen. Und wie machen wir das? Und dann haben die gesagt, ja klar, dann miete den Raum, also auf eigene Kappe. Wir machen die Werbung und wir geben dich einen Ticketverkauf. Und bist halt selbstverantwortlich, für wie viele Leute da kommen. Und wenn halt keiner kommt, hast du Verlust gemacht. Wenn halt Leute kommen, machst du Gewinn. So. Und das habe ich gemacht. Und das war gerade da, ich habe 2 Wochen das ganze Ding gemietet. Also jeden Tag. Ich habe 14 Vorstellungen gemacht. Ja, es war ein kleiner Laden. Unten waren nur 40, 50 Sitzplätze. Also klein, aber trotzdem immerhin. Aber das sind auch weit über 500 Leute in den Tagen. Genau, ja. Und da war die erste Show letzte Februarwoche, erste Märzwoche. Also letzte Vorstellung war am 8. März. Und das habe ich auch gerade so spielen können. Und am 10., 11. März wurde schon die Theater geschlossen. Ich habe es gerade so geschafft. Das heißt, also, ich habe meine 2 Wochen, also das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. New York Off-Broadway Premiere zu haben mit dem Programm. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Es sind auch Leute gekommen. Also ich bin sogar in der Politik sagt man, ich habe eine schwarze Null geschrieben. insofern war das für mich so mein Highlight, dass ich dann zum Schluss nochmal so gehabt hat, dass sich gerade noch so ergeben hat. Und deswegen war ich jetzt nicht so komplett am Boden zerstört. Du schreibst auch ein Buch zu dem Thema, das im August rauskommt. Also Broadway statt Jakobsweg, ne? Broadway statt Jakobsweg, Genau. genau. Und kommt wann genau? Ende August, Ende September? Genau, Ende August, ich glaube 30. August ist Veröffentlichung beim Urstein Verlag und wir sind so in der Endphase. Das Buch war eigentlich schon mehr oder weniger, die Texte waren schon eigentlich, weil ich ein fleißiger Typ bin, ich habe natürlich auch in Amerika viel geschrieben zu dem Thema und dann hatten wir irgendwie vor 3 Wochen im Verlag irgendwie Telefonkonferenz und haben gesagt, eigentlich kann man das Buch so nicht stehen lassen. Wir müssen dieses Corona-Thema irgendwie thematisieren, zumal aus den 12 Monaten ja jetzt 9 geworden sind. Ich wollte eben, das war eigentlich jetzt, das wollte ich Genau. fragen, was wird aus Ja, diesem Buch? ja. Ich meine, das ist ja so ein kolossal einschneidendes Genau. Erlebnis. Ja, Da ja. wird ja schon jetzt jede Fernsehsendung, die aufgezeichnet wurde, unmittelbar Ja. vor Corona, wie aus einer anderen Zeit. Was machst du Ja. jetzt? Also ich versuche das Buch jetzt so ein bisschen abzudaten. Also ich will definitiv kein Corona-Buch da draus Nein, machen. bloß nicht. Nee, zumal man ja in der Phase ich meine, wenn du dich jetzt irgendwie aus dem Fenster lehnst, sagt man im September wieder, sag mal, was hat er da für einen Schwachsinn geschrieben? Ist auch komplett anders. Also die Zeiten sind so unsicher. Nein, aber viele Texte, viele Themen bieten sich natürlich an, so eine kleine Ergänzung zu machen. Also Ja. alleine diese Frage, was macht es mit so einer Stadt wie New York? Ja. Man kann da nur prognostizieren oder nur in die Glaskugel gucken und sagen, da gibt es 2 Fraktionen. Die einen sagen, so ähnlich wie in Deutschland auch, die einen sagen, New York wird nie wieder so sein, wie es war. Und die anderen sagen, Quatsch, wenn eine Stadt es irgendwie schafft, aus großen Krisen irgendwie wieder neu aufzuerstehen und wieder was Neues aus sich zu machen, dann ist es New York. Und so versuche ich halt bei den einzelnen Texten, manchmal sind es nur 2, 3 Sätze, die ich verändere, um so ein bisschen das Thema, den Aspekt reinzubringen. Bei manchen gibt es einen kleineren Abschnitt dazu, weil ich eben auch, ja, natürlich ist die Frage, mit welcher Philosophie, mit welcher Mentalität kommt man besser durch so eine Krise, auch jetzt die Wirtschaftskrise, die sich natürlich jetzt als quasi zweiter Tsunami ankündigt oder mehr oder weniger schon da ist, welches Land ist da vielleicht besser gerüstet, wir in Deutschland mit unserem sehr, sehr großen Sozialstaat, mit der großen staatlichen Absicherung, wo wir jetzt ja profitieren davon, aber gleichzeitig, das ist so meine
Angst so ein bisschen, dass wir natürlich dadurch, dass wir so in Deutschland so sehr, sehr klare Regeln und sehr strenge Bürokratien haben, dass wir vielleicht, wenn das Ganze vorbei ist, da diese Eigenverantwortung vielleicht ein bisschen uns fehlt. Und in Amerika kommt man jetzt, ist man jetzt in einer totalen Katastrophe, weil viele Leute keine Gesundheitsversorgung haben, weil viele Leute einfach auf der Straße stehen. Aber gleichzeitig, wenn die Krise vorbei ist, tut sich vielleicht Amerika ein bisschen einfacher, weil die Leute von vornherein schon viel mehr auf Eigenverantwortung getrimmt sind, weil sie eben schon in guten Zeiten nicht damit rechnen konnten, dass halt ihr Leben immer so läuft, wie es läuft. Ja. Also da versuche ich so ein bisschen diese Aspekte reinzubringen. Das ist auch das, was mich jetzt so am meisten interessieren würde. Weil ich auch am Anfang gesagt habe, du hast ja, für dich war das nicht nur ein Urlaub oder so mal ein Jahr raus oder ein Sabbatical, sondern für dich war das auch der Versuch, dort Fuß zu fassen, auch wirklich das Leben dort kennenzulernen, eben dort zu leben, nicht nur Reisender, nicht nur Tourist zu sein. Deine Begeisterung war riesig. Wenn du jetzt als jemand, der ja auch gerade die Freiheit der USA sehr hochgehalten hat, wenn du jetzt sozusagen siehst oder am Ende mit diesen Schattenseiten konfrontiert wurdest, in der Drastik, wie man das ja normalerweise nicht erlebt, weil man ja nicht alle Tage in so einem Land so eine Pandemie ausbrechen sieht, wenn man jetzt sieht, wie viele Millionen Menschen da arbeitslos sind, ins Nichts fallen. Und auf der anderen Seite ist das sehr bürokratische Deutschland, der sehr schwerfällige Sozialstaat. Und im Moment sitzen wir ja doch hier so mit so einem Gefühl, boah, uns geht es insgesamt verglichen mit anderen Ländern, auch schon in Europa, erst recht mit den USA, unfassbar gut. Hat das deinen Blick auf Deutschland stärker verändert oder den auf die USA, dass du das hier so erleben musstest, konntest? Also erstmal, ich hab, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, welches Land besser in 2 Jahren dasteht. Das ist, ich glaube, das kann auch keiner sagen. Oder welche, das kann keiner sagen. Also was ich aber schon vor der Krise, habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht. Könnte ich mir vorstellen, immer in Amerika zu leben oder tatsächlich drüben zu bleiben? Könntest du dir immer noch? Nee, ich sage, ich habe mir die Frage gestellt, könnte ich Genau, da das drüben? hattest du auch mal erzählt, genau, dass du wirklich Genau. überlegst, du würdest am liebsten, ich erinnere mich an Ja, Gespräche zwischen uns, ich würde am liebsten auswandern, für immer. Und also es hat schon alles 2 Seiten. Das ist, wie gesagt, in Amerika, New York, es geht wahnsinnig viel, wenn du selber aktiv wirst. Aber es ist wirklich hart. Also gerade als Comedian, als Künstler in New York zu überleben, selbst wenn du etabliert bist, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also das ist, weil die Konkurrenz so brutal ist und diese Wahrscheinlichkeit, die ich ja auch so ein bisschen im Kopf hatte, vielleicht werde ich im Soho Playhouse, vielleicht sitzt jemand von der Stephen Colbert Show oder vielleicht sitzt irgendjemand und sagt, hey, ich bring dich groß raus. Hätte ja sein können. Christoph Waltz ist ja auch erst mit Anfang 50 entdeckt worden. Das kann ja immer sein. Aber ich wusste natürlich auch, ich bin ja alt genug, um zu sagen, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei null. Und deswegen habe ich mir schon vorher Gedanken gemacht und habe gesagt, es ist eine tolle Erfahrung gewesen, aber um in diesem Land wirklich bestehen zu können, da musst du so viele Opfer bringen, weil die Lebenshaltungskosten so wahnsinnig hoch sind. Die Absicherung nicht da ist. Ich wüsste nicht, was ich täte, wenn ich hier keine Karriere hätte. Also wenn ich vielleicht 25 wäre, könnte ich mir gut vorstellen, drüben zu bleiben und zu sagen, ich probiere das jetzt mal 3, 4 Jahre. Aber jetzt bin ich irgendwie 50 und ich habe hier eine Karriere, mir macht ja hier der Job Spaß. Ich habe, wenn die uns wieder mal auf die Bühne lassen, habe ich dann auch ein neues Programm. Ich habe hier die Fernsehsendung. Also ich kann ja eigentlich meinen American Dream ein Stück weit hier auch in Deutschland leben. Ist das eine Veränderung im Gegensatz zu der Zeit, bevor du in die USA gegangen bist? Also, dass du so einen milderen Blick auf Deutschland hast, im Sinne von, dass du
eher siehst, was in Deutschland vielleicht doch möglich ist, trotz der Strukturen und obwohl es nicht ist wie USA? Also hat sich da so, bist du da milder geworden? Also es ist, glaube ich, eher, also milder, das klingt so, dass ich so feindlich Deutschland gegenüber bin. Aber mir geht nein, das warst du nicht. Mir geht nach wie vor so ein bisschen diese Regeln und es ist jetzt böse, wenn man das jetzt in der Situation sagt, weil natürlich jetzt durch Corona wir natürlich von dieser von dieser Rundumversorgung natürlich sehr profitieren. Ja. Aber also was mir an Amerika nach wie vor besser gefällt, ist, dass die Leute eigenverantwortlicher sind, dass nicht sofort irgendwie nach Hilfsgeldern gerufen wird, dass nicht sofort gesagt wird, wenn irgendein Problem auftritt, das muss der Staat lösen. Und das entspricht eigentlich auch meiner Mentalität. Ich sehe natürlich, dass die Kehrseite in den USA irrsinnig brutal ist. Also wenn du in diesem Land kein Geld hast oder wenig Geld hast, dann bist du echt gelost. Dann musst du echt richtig kämpfen. Und zwar wirklich am Existenzminimum kämpfen. Und ich glaube, wenn ich 25 wäre, würde ich das auf mich nehmen und würde sagen, ich versuche es einfach mal, weil ich das nach wie vor irgendwie geil finde. Aber inzwischen sage ich schon auch, wir sind schon hier privilegiert. Selbst wenn jetzt, wir kennen die Diskussion alle mit, dass jetzt die Künstler im Stich gelassen werden und sowas, weiß man jetzt auch nicht, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber vorher war es einfach so, dass unser Job wahnsinnig privilegiert war. Ja. Also es gibt wohl kein Land der Welt, in dem Künstler so gut leben können. Es gibt immer Ausnahmen, aber so gut, ich sage im Vergleich zu anderen Ländern, wie wir in Deutschland. Also, ja. Das heißt, dass es so hart ist, in deinem Beruf in den USA zu überleben, das hättest du vor höchstens auch nicht so erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Und vor allem, ich muss noch einen Aspekt sagen, der so ein bisschen so ein persönlicher. So toll das war und ich würde es auch wieder machen. Was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, war, dass ich die Mentalität nicht verstanden habe, nach wie vor. Also du kommst ja darüber und denkst, du warst jetzt schon mal da drüben und es sind ja irgendwie auch viele sind ja auch aus Deutschland, aus Europa, die halt so, also die ticken gleich. Und wenn du 6 Wochen drüben bist zum Urlaub, dann fällt das auch nicht auf. Dann denkst du, die ticken genauso wie wir auch. Aber je länger du drüben bist, vor allem wenn du Business mit denen machst, vor allem wenn du irgendwie was erreichen willst, merkst du einfach, dass das eine vollkommen andere Mentalität ist. Ich habe mich mit einem lustigerweise österreichischen Kulturattaché unterhalten in New York. Der war 8 Jahre lang vor seinem Diplomatenjob, der ist jetzt 1 Jahr in New York, der war 8 Jahre in Tokio, in Japan, ist auch mit einer Japanerin verheiratet. Und er hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Er hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Ebert, wenn Sie nach Japan gehen, dann ist Ihnen klar, das ist eine komplett fremde Kultur. Die Leute ticken komplett anders und damit kann man irgendwie leben, weil man genau mit dieser Voraussetzung rübergeht. Wenn du nach New York kommst oder nach Amerika kommst, denkst du, die sind so wie wir. Aber eigentlich ist es genauso fremd wie Japan. Und ich wusste bis zum Schluss noch nicht, wenn jemand zu mir sagt, wir machen das, ist das wirklich nur so dahergesagt oder meint er das wirklich so? Nicht, weil er irgendwie oberflächlich oder doof oder sowas ist, sondern weil es einfach, weil diese Hidden Rules, also wenn du in einer Kultur aufwächst, nimmst du die ganz automatisch auf. Natürlich kannst du auch mal verarscht werden hier in Deutschland, aber du kannst relativ gut einschätzen, wie die Leute ticken. Und in einer fremden Kultur, das ist echt schwierig. Und das hat mich bis zum Schluss die meiste Energie gekostet.
Und der Mentalitätsunterschied besteht darin, dass die Amerikaner, ja, wie würdest du es beschreiben, schneller sind, sind schneller, direkter? sie sind teilweise oberflächlicher, dann sind sie aber auch wieder ganz verbindlich. Es ist alles so, alles zusammen und es ist so unberechenbar. Also mir sind tolle Sachen passiert, mir sind aber auch fürchterliche Sachen passiert. Also fürchterliche Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das läuft jetzt. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Ja. Und das ist anstrengend. Und wie gesagt, das passiert dir in Deutschland auch. Aber wenn du in der eigenen Kultur aufwächst, dann kannst du damit umgehen. Also auch nicht nur im Businessbereich, auch im freundschaftlichen Bereich. Ich kenne ganz, ganz viele Deutsche drüben mittlerweile, die da seit 20 Jahren leben, die alle sagen, wir haben ganz, ganz wenige amerikanische Freunde. Wir haben ganz viele Freunde aus Spanien, aus Mexiko, aus England, die sich alle Expats, die sich da treffen und dann so eine Community bilden. Aber ganz, ganz wenige haben wirklich mit echten Amerikanern eine echte tiefe Freundschaft. Nicht, weil die oberflächlicher sind, sondern weil das soziale Leben, ich habe es bis zum heutigen Tag noch nicht verstanden, anders funktioniert. Keine einzige Freundin aus einer Amerikanerin, also wirklich eine enge Freundin, Kimberly, mit der wir auch jetzt noch irgendwie ständig chatten. Aber die war lustigerweise mit einem Italiener verheiratet, hat ein paar Jahre in Italien gelebt, und hat sogar in Deutschland gelebt. Also die hat auch so einen internationalen Hintergrund. Aber das ist die einzige Amerikanerin, mit der wir wirklich ernsthaft und wirklich einen tiefen Kontakt haben. Nicht, weil wir es nicht wollten oder auch, weil es die Amerikaner nicht wollten, sondern weil soziales Leben anders organisiert ist. Ja, spannend. Schön, dass du wieder da bist. Ja, also für mich war es ein großes, großes Abenteuer. Und ich würde es wieder machen und es hat meinen Horizont tatsächlich erweitert Das und glaube ich. Also es du würdest ist. es wieder machen, aber nicht mehr sozusagen im Proberaum könnte das der Ort für immer sein. Du, ich bin da ja auch nicht hingegangen und sage, ich will da, also wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich ja alles abgebrochen, dann hätte ich es einfach gemacht. Also es war schon von vornherein so als ein Jahr gedacht und vielleicht auch, und es ist es auch immer noch mit dem Hintergrund, immer mal wieder rüber zu gehen, mal, was weiß ich, einen Monat lang dann ein paar Shows zu spielen und wieder rüber zu kommen und so weiter und so weiter. Also, aber tatsächlich. Und das habe ich tatsächlich, meiner Frau ging es auch so, die ja noch ein größerer Amerika-Fan ist. Die hat auch nach ein paar Monaten gesagt, du, eigentlich bin ich doch Not everything so bad in good old Europe. Nein, nein, nein. Schön. Vince, das war sehr spannend. Vielen, Ja, vielen Dank danke, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, für es die. haben auch Leute geguckt oder haben Ja, wir nur. jede Menge, jede Menge. Morgen auf YouTube, dann noch mehr, ab 16 Uhr dort. Super. Genau. Ich habe eine Playlist bei Spotify eingerichtet für diese Show hier. Und die Playlist heißt Balkon Songs für die Quarantäne. Jeder Gast darf einen Song hinterlassen auf dieser Playlist, Ja. der dann für alle dort zu hören ist. Irgendein Song, den du magst, mit dem du irgendwas verbindest, es kann echt alles sein. Hast du einen? Ja. Olivia Newton-John, Let's Get Physical. Kennst du die? Du bist ja jung, du kennst die noch gar nicht mehr. Geil, Let's Get Physical kenne ich natürlich. Ja. Das waren meine ersten Radiojahre, Und weißt du, klar. warum ich die genommen habe oder Warum? nehme? Olivia Newton, John, also Newton natürlich Physiker. Let's Get Physical. Und das ist ein super Detail. Olivia Newton-John ist die Enkelin von Max Born. Und der hat den Nobelpreis gewonnen vor 100 Jahren. Ach, guck. Irre. Siehst du? Das ist ja super. Ich weiß, du bist jetzt ja aus Deutschland auch nicht nur in die USA gegangen und wieder zurückgekommen, sondern bist ja auch aus Deutschland nach Wien, nach Österreich gezogen. Ja. Das ist ja auch eine neue Erfahrung. Ich sag's mal so:
wenn wir in ein paar Monaten oder spätestens in einem Jahr wieder reden, in der Hoffnung, dass es nicht aufgrund einer zweiten Welle Corona sein wird, dann bin ich gespannt, was du erzählst, ob der Mentalitätsunterschied Deutschland-USA oder Deutschland-Österreich am Ende größer war. Wo ist es schwerer anzukommen? In den USA aufgrund der Mentalitätsunterschied oder doch eher in Österreich? Ich bin mir da nicht so sicher. Also in den USA ist der Deutsche auf jeden Fall beliebter als in Wien. Ja, eben deswegen. Und ich glaube, die Österreicher haben auch ganz eigene, ganz eigene Gebräuche. Und da bin ich sehr gespannt, was du da nach einem Jahr Wien erzählst. Machen wir. Okay. Weil ich glaube, Wien ist schon, also auch da gilt, Wien ist nicht Österreich, genau wie New York in den USA ist. Aber ich liebe es, wie gesagt, ich bin im Herzen schon noch, hat mich dieses, also es gibt wirklich zwei Orte, wo mir das Herz aufgehen, das ist tatsächlich New York und Wien, weil ich halt irgendwie auch die Verwandtschaft in Wien und sowas dann. Also, das kann ich total teilen. Ich liebe Wien auch ungeheuer. Also es ist für mich neben Berlin, der Stadt, in der ich lebe, die unter den Städten, die ich bisher kennenlernen durfte, New York war leider noch nicht drunter, aber die absolut geilste Stadt. Ich liebe diese Stadt. Ich mag und es sind auch tatsächlich wirklich, je länger man da ist, desto mehr kriegt man auch mit, dass es doch eine andere Mentalität ist. Also auch Deutsche und Österreicher ticken echt in Dingen komplett anders. Deswegen bin ich gespannt, wo es schwerer ist, auf Dauer anzukommen. Also die Sprache wird noch ein Problem werden in Österreich. Also Englisch geht, aber Österreichisch wird schwierig. Wenn du dein Programm nicht auf Österreichisch machst, hast du keine Chance. Beruflich könnte es in Österreich auch ähnlich schwierig werden wie in den USA, weil die haben einfach für das winzige Land einfach so eine riesige, brachial gute Satire- und Comedy-Szene. Absolut. Und sie sagen, wir brauchen keine Deutschen, wir haben unsere eigenen Kabarettisten. Genau. Und im Gegensatz zu anderen Ländern haben sie die auch. Mein Lieber, ich wünsche dir gutes Ankommen in Wien. Und du weißt ja, egal ob New York oder Wien, wenn es nicht läuft, kommst du zurück zu uns. Ja. Bis denn. Wir nehmen dich hier mit offenen Armen auf. Ciao. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke. Gerne. Ciao.